Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr Siri bzw. Spire auf einem iDevice mit der iOS Version 5.1.1 installiert. Dieses Tutorial funktioniert auch für untethered gejailbreakte Geräte. Dafür braucht ihr zwei verschiedene Dateien. Einmal eine .deb-Datei, die Spire installiert, und einmal eine .plist-Datei, die ist extra für euer Gerät gemacht, also bitte nur die richtige benutzen. Die Download-Links zu beiden Dateien findet ihr auch nochmal unten in der Beschreibung. Dann öffnet ihr einen Dateimanager für euer iPhone, zum Beispiel CyberDuck, um die Dateien ins Gerät zu laden. Dann ladet ihr die gerade gedownloadete .plist-Datei in das Verzeichnis System, Library, Core Services, Springboard.app. Falls euch der Dateimanager fragt, ob ihr die bereits existierende Datei überschreiben wollt, klickt ihr auf Ja. Es ist aber sicherer, das Original vorher auf dem Computer zu sichern. Dann geht ihr in ein Verzeichnis eurer Wahl, zum Beispiel var mobile, um dort dann die gerade gedownloadete siri.deb-Datei abzulegen. Dann klickt ihr erst einmal auf siri.deb und danach tippt ihr auf Installation und wartet, bis der Installationsprozess abgeschlossen ist. In der Zwischenzeit kann ich euch schon mal erzählen, was für einen Siri-Server ich nutze. Ich nutze EasySiri. EasySiri kostet im ersten Monat 5 Euro und jeder weitere Monat dann nur 2,50 Euro. Auf dem Server von EasySiri gibt es auch relativ viele Plugins und es kommen auch oft welche hinzu. Den Link zu der Website findet ihr auch nochmal unten in der Beschreibung. So, der Installationsprozess ist jetzt abgeschlossen. Dann bekommen wir hier die Meldung, please reboot your device, also dass wir sollen unser Gerät neu starten. Dann klickt ihr zuerst auf Fertig. Geht dann ins Home-Menü, haltet dann die Power-Taste gedrückt und betätigt den Ausschalten-Slider. Wenn sich euer Gerät vollständig ausgeschaltet hat, haltet ihr nochmal die Power-Taste für einige Sekunden gedrückt und wartet, bis es komplett hochgefahren ist und ihr es entriegeln könnt.
Jetzt ist das Gerät hochgefahren und entriegelt. Jetzt klickt ihr auf das Einstellungs-Icon, scrollt ein Stück runter und tippt dann auf Spire. Dort könnt ihr dann die Adresse eures Proxy-Servers eintragen. Für manche Server wird auch noch ein entsprechendes Profil benötigt. Dieses findet ihr hier. Jetzt ist es Zeit, Siri zu testen. Haltet dafür einfach den Home-Button gedrückt und sagt zum Beispiel Hallo Siri. Ja, das war's auch schon in diesem Video. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde euch so bald wie möglich antworten. Wenn euch dieses Video gefallen hat oder ihr es hilfreich gefunden habt, gebt mir dafür einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Apple Stuff Tutorials.